Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschler und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder meinen Druss Tela weiterleveln, meinen Kultiras-Menschen. Und dazu haben wir hier mir wieder ein paar Leute aus dem Stream geschnappt und wir gehen wieder ein paar Dungeons. Mittlerweile bin ich Stufe 50. Haben wir das letzte Mal aufgehört. Jetzt muss ich mal gucken. Timer habe ich angeschmissen. Trank haben wir auch drin. Dann kann da nichts schief gehen, außer wir kommen. Nee, wir können gar nicht Düsterbruch kommen. Aber wir können diesen Rotz in die kommen. Nein! Das ist fast genauso schlimm wie Düsterbruch. Weil wir einen dabei haben, der ein bisschen lower ist. Und zwar einen 21er. Warte mal, was können wir denn jetzt eigentlich alles an Indies kommen? Ja, ich hab's befürchtet, dass wir hier reinkommen. Sonst wurde es immer quasi mit so einem Schloss versehen, ne? Aber da kannst du gucken, bis hierhin, ne? Also kannst die schwarze Grotte, Verlies können wir kommen. Höhlen des Wiglaks, Burg Schattenfang, Todesbienen und den Flammenschlund. Ne? Das sind die Instanzen, die wir jetzt reinkommen können. Und das ganze obere nicht. Es ist halt die Frage, ob das gut ist. Ne? Wir haben jetzt halt keine Quests in den Innis, weil wir die alle schon waren. Ja, dafür haben wir halt die bisschen höhere Chance, auch ins Verlies zu kommen. Was auch was für sich hat. Ne? Gut, das hier ist quasi so die Zonk-Inni. Weil hier das Problem ist, die dauert halt relativ lang. Ne? Und bringt dir halt nicht mehr EP. Ne? Wenn Blizzard das endlich mal hinkriegen würde, die EP an die Länge des Dungeons anzupassen oder an die Zahl der Bosse, die du töten musst, um quasi einen Abschluss zu erwirken, dann wäre das ein bisschen cooler. Aber solange sie das nicht machen, ist das halt hier ein bisschen blöd. Wenn du die Inni kommst, brauchst halt irgendwie dreimal so lang wie für eine andere Inni, kriegst aber die gleiche Erfahrung. Ne? Und das, was du von den Mobs kriegst, ist ja marginal. Also brauchen wir ja nicht drüber reden. Da kriegst du ja kaum was. Mal gucken. Ich nehme mal an, also das letzte Mal waren es immer so 7 Level, was ich in der Stunde geschafft habe. Ist aber auch im loweren Bereich. Und jetzt denke ich mal, so 5 Level müsste ich in der Stunde etwa schaffen. Hoffe ich zumindest. Ist Questen nicht schneller? Ja, das werde ich öfter gefragt. Ich meine nicht, ne? Wenn du eine Gruppe hast, wo du echt gut durchholzen kannst, ist Questen meiner Meinung nach nicht schneller. Aber ich habe mir überlegt, dass ich mit dem Hordenschar das vielleicht mal ausprobiere und mit dem mal nur questen werde, ne? Also wirklich komplett durch. Und zwar habe ich ja das Problem, ne, dass irgendwie manche Achievements bei der Horde nicht angerechnet werden, die ich bei der Allianz habe und umgekehrt. Das ist ein bisschen nervig teilweise. Und dementsprechend habe ich mal geguckt, also man kriegt das ganz gut raus, was nicht angerechnet wird. Weil in-game habe ich die komplett gleichen Erfolge. Also hier das ganze Zeug, ne? Das ist komplett gleich, ne? Bei der Horde und Allianz, also das, was angezeigt wird. Das einzige Problem ist, es wird anscheinend für gewisse Seiten, wie zum Beispiel WoW Progress, wird es nicht mitgetrackt. Warum auch immer, ja? Und dann habe ich mal geguckt, ob ich es irgendwie rauskriege, welche Achievements nicht getrackt werden oder nicht umgewandelt. Und das sind meistens die, wo du andere Voraussetzungen als Allianzen und Hordler hast. Zum Beispiel ganz interessant ist, alleine die Mythic-Kills, ne, die ich jetzt in. Wo rennt denn der Mob hin? Hier im BOD habe. Es werden alle Mythic-Kills umgewandelt, ne? Also die habe ich jetzt diesmal mit dem Hordenschar, aber umgewandelt auf den Allianzler dann dementsprechend. Alle bis auf, ich glaube, Jadefeuermeister, weil das andere Bosse sind, ne? Gut, eigentlich ist Gronkh und Ding auch ein anderer Boss, aber nur der Jadefeuermeister wird mir nicht angerannt. Heißt, ich habe quasi das Achievement für, ich habe quasi das Achievement für den ersten und den zweiten Boss, ne? Jadefeuermeister ist ja der dritte im Dings, auf der Hordenseite. Und das habe ich nicht, aber für die ganzen hinteren Boss habe ich auch wieder die Achievements. Also die werden umgewandelt. Es ist teilweise komisch. Und natürlich so PvP-Achievements werden auch nicht umgewandelt. Ruf wird anscheinend auch nicht umgewandelt. Und unter anderem werden Quests auch nicht umgewandelt. Also Quest-Achievements. Na gut, ist irgendwo logisch, weil es halt teilweise andere Gebiete sind, beziehungsweise du auch komplett unterschiedliche Quests hast, ne? Und dann habe ich jetzt mal reingeguckt, manche Questgebiete werden gezählt, aber andere Questgebiete, die werden beim Hordenschar nicht gezählt. Und dann da habe ich mir überlegt, okay, dann kann ich ja den nächsten Char, den ich auf der Hordenseite level, einfach mal durch Questen leveln. Hat den Vorteil, dass ich dann vielleicht diese Achievements auf der Horde auch getrackt bekomme. Und hat den weiteren Vorteil, dass ich mal gucken kann, ob es wirklich mit Questen schneller geht, was manche Leute behaupten. Ich glaube es zwar persönlich nicht, ne? Aber es kann ja sein, kann man ja mal testen. Wahrscheinlich werde ich es dann aber auch mit der Gruppe machen. Also werden wir uns ein paar Leute schnappen.
Und dann werden wir ein bisschen durchquesten, ne? Zumindest ist so der grobe Plan. Genau. Und dann werden wir ja sehen. Ich kann mir vorstellen, dass im höheren Levelbereich Questen vielleicht besser ist. Im Lowen weiß ich nicht. Und der Dungeon-Abschluss ist halt schon ziemlich viel, ne? Ich habe letztens auch wieder ein bisschen Pet Battle gemacht. Das ist eigentlich auch ziemlich effektiv, ne? Immer 10k pro Pet Battle auf dem Low Level, also auf 60 etwa, ne? Auf Level 60. Ist halt schon auch ziemlich krass. Die müssen wir hier bloß machen, sonst verbuggen die, wenn wir rüberspringen. Und das kann teilweise nervig sein. Für was reicht ein 350er GS? Oh, ganz ehrlich, fahren dir doch erstmal ein bisschen Gear, bevor du die Kampfgilde machst. Weil, soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber 350 ist halt schon echt richtig shitty. Ja? Also, ich glaube, mit dem dreckigsten Gammeltwink, ja? Also wirklich mit dem dreckigsten Gammeltwink habe ich halt schon 375, der wirklich nichts an. Also mit dem mache ich keine Worldquests, mit dem mache ich keine Dungeons, keine Raids, kein gar nichts. Das Einzige, was ich mit dem mache, ist den ab und an mal AFK in die Warfront reinstellen, dass ich die Marken krieg. Und dadurch, durch dieses AFK in die Warfront reinstellen, habe ich halt 375er Gear. Also, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach kannst du halt an einem Nachmittag ganz gechillt ohne schwere Sachen auf 93 deine Chars hochbasteln. Deswegen, also, gear den halt erst und mach dann die Kampfgilde. Also 380, 390. Und dann kannst du eigentlich die komplette Kampfgilde durchspielen mit einem einigermaßen equippten DD. Ich habe selbst als Tank habe ich die Damage Marks quasi gepackt mit einem 390er Char. Also. Da würde ich vielleicht erstmal ans Gieren denken und dann, ja, alleine in M plus 0 droppt der 370, was ja hochrollen kann, ne? Also, und das ist ja geschenkt ohne Ende. Ich bin ja auch kein Fan von Sachen outgieren, aber. Wenn dein Main-Char noch nicht mal wirklich base-mäßig equipped ist, ne? Dass du irgendwas machen kannst und dann halt irgendwelche extra Sachen am Basteln bist, finde ich jetzt nicht so zielführend. Könntest du einmal eine Room-Tour machen? Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Typ für Room-Tour, also gut, hier das Zimmer seht ihr ja und dann irgendwie hier komplettes Haus zeigen ist, weiß ich nicht, ob ich das machen will. Wohnen halt nur andere Leute und das ist halt auch ein bisschen ein Ding der Privatsphäre, ne? Mein ganzes Setup siehst du aber. Das ist alles verlinkt. Also das Setup hast du unten im Ding und natürlich, ich könnte jetzt irgendwie in den PC reinfilmen. Gut, aber, also wenn dann mit dem Handy, ich habe ja keine Kamera oder sowas, aber ich wüsste jetzt nicht, was. Wo da der Mehrwert liegt, ne? Also wie so Komponenten aussehen. Denk mir, die Leute, die das interessiert, sind dann, glaube ich, eher interessiert dran, okay, was hast du? Und dann ist so eine Aufzählung, ich habe es ja auch, glaube ich, verlinkt, ne? Das ganze Setup ist dann, glaube ich, zielführender, als da reinzufilmen, weil ich glaube, da hast du jetzt nicht den großen Mehrwert. Du, also Gieren geht ja auch mittlerweile extrem schnell, ne? Also ich glaube, es gab noch in keinem Addon so viele Möglichkeiten, den Char hochzugieren, ne? Vor allem relativ zügig auf ein vernünftiges Item-Level. Und diese Warfronts sind ja echt geschenkt, ne? Also das ist ja echt Gier passiv geschenkt, was ich immer ganz dankbar mitnehme. Ich mache die ja nicht primär, um meine Chars zu gieren, sondern. Das ist so ein netter Nebeneffekt, dass die noch gegiert werden. Ich mache das ja primär, um diese Marken quasi zu bekommen, ne? Weil die brauche ich ja hier, um meine Tränke zu holen, ne? Und dann ist das echt eine ganz nette Sache. Das ist halt die Kacke. Du musst halt erstmal hier die fünf Bosse machen und dann hier drüben nochmal drei, dass du dann den Endboss machen kannst. Aber den kannst du ja auch nicht direkt machen, sondern du musst ja dann nochmal. Ach, den drüben müssen wir auch noch machen, den Boss. Dann musst du ja nochmal diesen Typen rumbegleiten. Ach, das dauert hier alles so ewig. Das ist echt krass. Komm, nehmen wir den auch noch mit.
jetzt irgendwie zwei Bosse und die Leute sind noch nicht da. Ich weiß nicht, ob das so clever war, das jetzt alles zu pullen, aber wir werden es gleich sehen. Ob wir das. Ah, das überleben wir schon, oder? Easy. Das ist, hier ist ein Schildkrötenboss und da haben wir noch diesen Lord irgendwas hier. Die machen wir gleich zusammen, dann geht es vielleicht einen Ticken schneller. Eine Berührung. Ja, ihr müsst die Heilung immer kicken. Ich habe leider keinen Kick, ne, auf dem Level. Aber ich könnte. Na gut, das eine ist auch ein Cast, ne? Ich könnte diese Dings zum Kicken benutzen. Das hier, aber das Cast. Also. Das müsste ich halt precasten. Müsst ihr halt wissen, wann die Heilung kommt. Hier, jetzt. Ja, das dauert viel zu lange, oder? Bam, ich habe ihn noch unterbrochen, habt ihr gesehen? Puh, das war aber ganz schön knapp. Gekickt. Ja, super, er castet nochmal die Heilung. Er heilt sich halt ziemlich viel, ne? Ihr müsst das halt echt unterbrechen. Bis wir das wieder gegengedamaged haben. Ich habe halt sonst echt nichts, wo ich ihn interrupten. Warte mal, habe ich den Ding schon? Beim Boss werde ich wahrscheinlich nicht desorientieren, oder? Ah, vielleicht. Könnte ich machen. Desorientierungsschaut. Teilweise blöd, ne? Also ein Kick würde ich jedem so mit 30 rumgeben. Was haben wir denn da? Zehnertasche. Zehnertasche. Ja, ich krieg halt den Schädelstoß mit 70, ne? Das ist halt schon lang, was ich da noch warten muss. Ach ja. Ich habe jetzt übrigens wieder ein Mount mehr, ne? Ich habe das Prestige-Dings da Mount. Prestige 500er Mount. Aber gut, ehrlich gesagt, so schick ist es jetzt auch nicht, ne? Es ist halt so ein Dings-Gaul. So ein Einhorn-Gaul quasi, den man ja schon von den anderen Dingern kennt. Bloß mit einer anderen Rüstungsfarbe. Die sieht schon ein bisschen cooler aus als die davor. Ich kann es euch nachher mal zeigen. Oh. Mal gucken, dass ich nicht sterbe hier. Moment. Ich zeig's euch mal fix. Ich hoffe, die kriegen mich schon gegengehalten, oder? Prestige hier. Der ist es, glaub. Ne, das ist 15. Also, er sieht halt schon cooler aus, ne? Das sind halt die anderen. Das sind alle möglichen Farben. Der ist auch cool, der 250er, ne? Und das hier ist quasi der 500er jetzt. Macht schon mehr her als die anderen, aber es ist halt auch wieder vom Model dasselbe Ding, ne? Also, Jo, danke dir. Dann jetzt noch, genau, da hinten, nach dem Boss noch einen brauchen wir, dann können wir schon zum Endboss. Ja, sieht er, mein Gemotze hat geholfen, es wurde die Healung unterbrochen. Ja, hat jetzt lang genug gedauert, ne, mit dem Prestige Mount. Aber ist halt wieder schick, eins mehr, das ist schon ganz nice. Im Main bin ich jetzt mal 362, glaube ich. Also habt ihr schon einiges. Im Main habe ich immer noch ein bisschen ein paar mehr Mounts als mit den Gammelchars. Die anderen haben halt alle schon Interrupt, ne? Das Tank kriegst du dann irgendwie als letztes, komischerweise. Man kann ich sogar noch was skillen? Nee. Wird falsch angezeigt. Achso, die Dings kann ich noch machen, ja. Okay. Das Einzige, was man halt gucken muss, wenn man normal draußen am Questen ist, müsste man halt den Warmode reinmachen, ne? Dann würde es halt nochmal ein gutes Stück schneller gehen. Das Einzige, was ich dann halt da als Problem habe, wenn ich am Stream bin, gibt es halt immer so lustige Leute, die einen dann halt mit dem Main-Char immer umnatzen und das ist dann halt immer weniger cool. Deswegen bin ich da im Überlegen, ob ich den Warmode überhaupt anmache. Also sollte ich dann quasi mit dem Char einfach nur so questen. Ah, der kommt nicht mit, oder? Der eine Dude. Die sollten wir, glaube ich, warte mal, ich versuche sie mal alle irgendwie hier zu LOSen. Mal gucken, ob das. Fuck, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Ich müsste eigentlich noch weiter um die Ecke rum, aber wenn ich jetzt noch weiter um die Ecke rumgehe, dann wird es schwierig. Naja, zumindest sind ein paar Mobs mitgekommen. Der gute Wille zählt, ne?
Zumindest das. Bin mir überlegen, ob ich mir meinen Dings-Char schon mal erstelle. Ich will mir ja einen Paladin machen, ne? Also mit seiner Lari-Troll. Und diesen EP-Buff-Priest decken. Wobei das halt eigentlich im Low-Level nicht so viel ausmacht, ne? Das sind im. Hast ja ein Level im Low-Bereich. Innerhalb von 1-2 Minuten hast ja die ersten Level fertig. Und da macht es eigentlich nicht so viel Sinn, das zu pre-stacken. Aber da muss ich mal noch gucken, wie ich es dann genau mache. Aber das Gute ist, wir haben eigentlich relativ gut Damage, ne? Wir kommen hier ganz zügig durch. Nervig ist es dann, wenn du da so eine ewige Innie hast und dann halt vom Damage auch gar nichts geht. Und du dann halt da noch ewig rumgammelst. Aber das sieht hier ganz gut aus. Schau mal, ob ich den einen mit dem Pfosten so LOSen kann, dass er rankommt. Ätzend ist halt echt, dass hier ziemlich viele Mobs heilen, ne? Ich versuche schon immer meinen Interrupt zu drücken. Wow, was? Oh fuck. Ich hab den in die Wand raufgekickt. Du Wusste hast den nicht, dass Boss das aus dem geht. Leben gekickt. Ja, ich wollte die Heilung interrupten, dann fliegt er da ins Nirvana, der Typ. Nicht, dass ich den Boss verpacke und wir die Indie nicht fertig spielen können. Gut, okay. Man merke, wir benutzen das mal nicht mehr so nah an Wänden. Normalerweise kannst du hier nicht hochlaufen, ne? Krass. Okay, kannst du bestimmt bei dem einen oder anderen Boss was abusen, wenn das so funktioniert. Nicht, Sorry, dass du. aber was wolltest du nochmal pre-stacken mit einem Paladin? Das habe ich nicht verstanden. Ach so, Also. die Dings wollte halt, weißt du, einfach den Erholt-Bonus. Aber das Ach macht also. so, das meinst du, ja, Ja, okay. im hohen Level macht das halt Sinn, aber so im niedrigen ist das halt so schnell weg, dass sich das nicht rentiert. Weil ich spiele halt die meisten Chars, was ich zum Beispiel mit meinen ganzen Insel. Ah, warte, wir können eigentlich raus noch reinpollen, das geht glaube ich schneller. Ah, fuck, wenn wir mit dem Kroko noch im Kampf sind. Was ich mit meinen ganzen hochleveligen Chars, mit den Insel-Chars mache, dass ich quasi so lange immer Inseln mit denen bastel. Bis mein Erholt-Bonus weg ist. Und das merkst du halt, ne? Wenn du eine doppelte EP kriegst, kriegst du ja teilweise 4.000, 5.000 EP für so eine Elite-Mob auf einer Insel, ne? Das ist halt echt krass. Und das mache ich ja. Also, ich habe ja ewig viele Chars, die zwischen 110 und 120 sind. Und mit denen klapper ich halt immer, wenn ich nebenbei was. Am Gucken bin, ne, irgendwelche Videos am Gucken bin, klappe ich halt ein paar Inseln ab und halt so lange, bis die nicht mehr erholt sind. Warte mal, habe ich da. Mal zeigen. Hier, zum Beispiel auf Flota habe ich jetzt weitergemacht, Chars, also drei sind habe ich jetzt hier von 120, hier 116, 117, 118, 117, 117, 117. Meistens komme ich auf die ziemlich kleinen Werten. Ich habe hier auch übers Addon quasi eine Anzeige, wie viel der Erholt-Buff schon gestackt ist, ne? Also zum Beispiel hier sind es 28% von dem Level 56, 99, es geht bis 150%, kannst du stacken, also es sind eineinhalb Level, was du so stacken kannst, außer der Monk, ne, der hat nochmal einen extra Buff. Das habe ich letztens erst rausgefunden, wo ich mich gewundert habe, warum der auf 300% kommt. Der hat nochmal so einen extra Buff, dass du quasi doppelten Erholt-Bonus haben kannst, ne? Also drei Level kannst du Erholt-Bonus haben mit dem Monk, das ist ganz praktisch. Aber es Jetzt, dauert halt ewig, ne? wo du alte Holle gerade offen hast, klick mal in die Leiste Spielzeit. Einmal mit Linksklick rein. Ich meine, da müsstest du die Zeit sehen wieder. Ja, das, warte mal, wo ist das? Einmal in diese Zeile Spielzeit. Einmal Linksklick nur rein. Da Hier müsste unten er. siehst du es eigentlich, aber das buggt, bei mir steht 0 dran. Ja, es wird bei mir 0, wenn ich einmal Linksklick reinmache. Genau. Einmal Linksklick in Spielzeit. Bei irgendeinem Char reinklicke. Ach so. Ah, da steht Und dann. 100, 1382 Days steht dran. Ne, krasse Boah. Scheiße. Müssen wir gucken, was vom anderen Account dran steht. Boah, 1382, nice. Ja. Ich habe 570 und ich dachte, ich wäre ein Freak.
Das ist der Account, den ich seit Classic habe. Ja? Seit wie viele Jahre sind das jetzt? Boah. 13 Jahre oder 14 sind es mittlerweile schon? Irgendwie sowas. 270 mit dem Main Dudu. Auch nicht schlecht. Warte mal, ich muss mal gucken, wo haben wir den denn? Sollen wir die mal zu. Ach ja, warte mal, hier ist er. Ja, da habe ich natürlich die meisten. 770 habe ich mit dem. Dem Hex. Ah, warte mal, wo habe ich denn? Hier auf Lothar, das sind meine alten Chars. Können wir das nach Zeit ordnen? Mit den Twinks habe ich immer. Das sind. Die meiste Zeit mit den Twinks kommt dadurch zustande, dass die beim Schar des Zorns stehen. Das ist halt echt so. Man müsste irgendwie die AFK-Zeit rausrechnen können. Boah, das ist bei mir aber Wird. richtig viel, ne? Ich stehe ja jede Woche mit den 70 Chars beim, oder wir sind mittlerweile 80 Chars beim Schar des Zorns. Und meistens mache ich es ja so, dass ich halt nebenbei aufräume, wenn da kommen, halt schnell einmal antagge und so, ne? Also ich habe ja eigentlich immer den, wenn ich zu Hause bin, Schar des Zorns offen. Die Chars stehen da eigentlich immer AFK mit rum. Und ich tagge die dann halt, ne? Wenn ich aufräume oder hier irgendwas anderes am Basteln bin, habe ich das eigentlich immer mit offen. Ja, ich bin mir da relativ sicher, ja. Sonst hätte ich ein bisschen mehr Anti. Mal gucken, wie viel ich Jetzt mit sagt den anderen bestimmt bei hab. der Arbeit. Nee, das Als nicht, das Beamter nicht. hast du auch bestimmt Zeit dazu. Ach ja. Ach ja. Ach, früher mal, ja, da hat. Wo waren das in Wottl oder so? Da hatte ich noch einen Angelbot, der lief die ganze Zeit durch. Ach, das waren schöne Zeiten, bis ich einen Bann dafür kassiert habe. Das waren dann nicht mehr so schöne Zeiten. Ach ja. Habe ich schön in 1000 Winter noch Fische rausgeangelt. Da lief es dann. Darauf geht auch einiges an Zeit, mit Sicherheit. Bis die Fische nichts mehr wert waren, so lange habe ich das gemacht. Ach ja. Mal gucken. Ich habe eigentlich mit zwei Chars habe ich halt viel, ne? Mit dem Druid, den ich jetzt halt seit Mitte Wattle als Main spiele, ne? Also den habe ich seit Burning Crusaden, seit Wattle spiele ich als Main. Und dann mit den Chars of Lothar, ne? Also siehst du, mit dem Hexer, das war halt mein Main von Classic bis Wattle eigentlich. Und der Priester, den habe ich auch schon Classic gespielt. Und der Mage, der hat 45, der hat am drittmeisten. Das war der Char von meinem Bruder. Und den Und Raw ab ist wann noch. hast du mit einem zweiten Account gleichzeitig gespielt? Ab wie vielen Jahren? Dings. Hier, Navi heißt seit. Mal, das ein. Doch, das ist ein Alter. Seit WoD war das, glaube ich. Müsste mal auf den zweiten Account gucken, wie es da aussieht. Wird mal interessiert, wie viel mein Druid hat. Ja, warte mal, ich kann mal ganz schnell gucken. Oh, der zweite Account hat auch schon einiges, ne? Ich hab die halt immer gleichzeitig offen, ne? Ob es normal ist, dass du auf ein Auge fast nichts mehr siehst? Nö, das hört sich jetzt nicht so normal an, ne? Dann würde ich vielleicht mal gucken gehen. W warum schreibst du mir eigentlich, wenn du im TS bist? Kannst du mir das sagen? Weil Die ich schämt sich. gerade noch nebenher mit jemand anderem rede. Danke, so wichtig bin ich dir also. Ja, weißt du. Nein. Hat er einen größeren als ich, oder was? Oder einen größeren Geldbeutel, meinst du, oder wie? Ja, genau davon habe ich gesprochen. Also, ich wollte nachgucken, wie viel Spielzeit mein Hordenchar hat. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir den denn? Blackmoor. 40 Tage habe ich mit dem. Der ist quasi mein Main seit BFA Release, ne? Was ist denn das jetzt? Ein halbes Jahr, oder? Würde ich jetzt sagen, oder? Wie lange ist BFA raus? Schon ein bisschen mehr als ein halbes August? Jahr. Weiß gar August, nicht. ne? Ja, dann ist es jetzt schon ein Dreivierteljahr. Ja. So, dann. 24 Minuten waren wir jetzt hier drin, ne? Die Ini ist halt so ein Abfuck, ich sag's dir. Wie viel Gesamtspielzeit hat dein zweiter Account? Der hat 350 Tage. Mein zweiter Account. Das ist auch nicht wenig. Yes, wir sind Walis.
Rex betäuben immer. Schauen, wie schnell wir das hier durchprügeln können. Ah, wenn es betäubend nicht wäre, würde ich hier komplett durchlaufen. Weiß man schon, wann man fliegen kann? Also genau weiß man es nicht, aber man, es wurde mal so durch die Blume gesagt, wahrscheinlich mit Patch 8.2, ne? Oder mit einem, der da im Dreh rum ist. Und ich vermute, dass es dann auch kommen wird. Jetzt kommt ja erstmal noch der Dings, ne? Der kleine Raid, dieser Titel der irgendwas, Titel der Stimme, oder wie heißt der Laden? Also der mit den zwei Bossen, der kommt ja jetzt noch in einem bisschen weniger, in einem halben Monat etwa, ne? Und dann müsste ja wahrscheinlich so in 1, 2, maximal 3 Monaten Patch 8.2 kommen, schätze ich jetzt mal, wenn es so weitergeht wie bisher. Und dann wird ja als erstes nicht der Raid kommen, sondern wahrscheinlich das Gebiet, ne? Und ich nehme mal an, dass man im Zuge dessen wahrscheinlich auch fliegen werden können wird. Das ist zumindest meine Annahme. Das, was man jetzt so gehört hat. Oder es kommt das Fliegen erst mit dem Raid-Release, wäre aber komisch. Ich glaube, dass es mit dem Release von 8.2 kommen wird. Kann ich mit reinlassen? Ja, jetzt habe ich die Gruppe schon soweit fertig, aber ich kann. Wir können nachher durchtauschen. Wenn du magst. Also meine zwei Dudes, die ich jetzt im TS habe, die lasse ich mal drin, aber sonst können wir so durchtauschen. Was bist du denn? Bist du DD oder Heiler? Lexi, hey, grüß dich. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, mit dem wollte ich zum Schau des Zorns. Alt, falscher Ruhestein, den hier brauche ich. Seht ihr, das geht hier so zügig mit Verlies. Kannst damit. Das war jetzt theoretisch ein Pull. Die anderen Bosse musst du nicht machen, weil du hier kriegst du schon die NDP. Komm, gleich nochmal Verlies. Gleich nochmal Verlies. Ach, dammit. Bis erst 35. Ja, das ist egal. Ne? Das Level-Bracket ist ja von 15 bis, bis Level 60. Es ist egal, ob du 35 bist. Wir haben auch einen dabei, der jetzt 4... Oh, da ist schon 3 Level aufgestiegen, ne? Vorher war 21. Ja gut, ich bin auch schon 2 Level jetzt aufgestiegen, ne? Also das ist egal, das Level Bracket ist dahingehend ja komplett Classic. Du musst halt bloß in Sansen betreten können. Gut, 15 wäre mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz recht, weil du da halt das Problem hast, dass du kaum Instanzen hast, ne? Also ich fände es cool, wenn der Mage Tower mal irgendwie als Event reinkommt. Aber wenn ich jetzt sage, er wäre immer drin. Ach, fuck, jetzt bin ich hier runter. Ich bin so ein Vollidiot, ich hätte springen sollen, ne? Komm, wir machen das jetzt anders. Kann das Seil runter machen. Nee, ich laufe hier hinten schon rum. Bin schon drüben. Auch noch geskippt hier. Ach, den ziehe ich immer noch mit. Ich dachte, der ist schon tot. Ja, genau. Einfach alles gepult. Und das ich auch noch. Ich hab genau gesehen, dass der Shadow gepult hat. Nee, also so als Event fände ich es ganz cool. XP, okay. Hauptsache mit rein damagen. Das Problem, wenn du Sachen immer drin lässt, also der Mage Tower war ja am Ende schon, also ich hab ihn nicht mehr gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass er ein ziemlicher Witz war. Und zwar, ich kann dir sagen, wie es ich empfunden, ich habe die Tank Challenge mit knapp 900 Gil gemacht. Und das war schon, vor allem die Tank Challenge war am Anfang schon ziemlich knackig. Und da war ich mehr Stunden dran, als ich zugeben möchte. Ja? Dann habe ich die Katzen Challenge, habe ich dann mit, glaube ich, 920 gemacht. Und da habe ich schon durchgetunnelt. Also ich konnte mit 920 schon, musste ich schon nicht mehr so wirklich die Taktik spielen. So, also schon noch mal einigermaßen gut, aber ich konnte schon bei vielen Sachen durchtunneln, wo andere Leute das noch richtig sauber spielen mussten. Also es war wesentlich einfacher, ne? Und und dann kam ja auch noch die Concordance dazu, also diese, damals war es ja noch Waffe, was du da rumskillen konntest, ne? Das hat ja auch nochmal viel ausgemacht. Und die Heiler-Challenge und Ollen-Challenge habe ich dann mit 930, glaube ich, knapp gespielt. Und die Heiler-Challenge habe ich teilweise, ich glaube, mit
mit 3 oder 4 Zaubern, die du aus Heals hast, so CDs, die habe ich nicht benutzt, weil ich nicht genug Tasten zum Binden hatte. Dann dachte ich mir, ja, juckt mich nicht, spiele es halt ohne CDs, ja. Was es nicht unbedingt leichter macht. Ich war halt einfach faul und wollte nicht alles binden und habe es halt trotzdem geschafft, ne. Und da muss man schon, und die Eulen Challenge, die, gut, die waren an sich schon relativ einfach, aber du merkst halt einfach, wie krass outgegeert das war. Und wenn ich dann nochmal überlege, dass du ja dann am Ende 69, 70, teilweise 89er Gear hattest, was ja nochmal 40, 50 Item Level noch mehr waren, dann ist es einfach nur noch ein Witz, ja, weil du da, ich konnte da am Anfang schon bei den Sachen noch durchprügeln mit 50 Item Level weniger, ne, und wenn du das dann noch mehr hast, ich hab's ja beim Bären alleine gesehen, dass ich dann das Dreifache an Schaden gemacht habe. Das nimmt dem Ganzen natürlich extrem die Schwierigkeit, und wenn sie das jetzt noch drin gelassen hätten, dann hätte es halt einfach jeder für lau gekriegt, ne. Und ich finde, so ein bisschen, wenn du was Cooles kriegst, soll es natürlich auch schon ein bisschen Belohnungscharakter haben. Zumindest meine Meinung. Ich finde immer ein bisschen schade, wenn was für immer rausgenommen wird. Das finde ich immer blöd. Wenn du früher nicht gespielt hast, dann kannst du es dir nie holen. Das verstehe ich, und so würde ich es auch nicht haben. Aber wenn sie den Mage-Tower wieder reinbringen, dann sollen sie es halt so machen, dass es eine ähnliche Schwierigkeitsstufe hat, ne? Und dass es angepasst ist. Das ist aber, hat dann halt aber wieder mit Aufwand zu tun, und sie müssen es halt so hinpatchen, dass es passt, ne? Also da müssen sie halt gucken, ob sie das machen, weiß ich halt nicht, ne? Es ist halt auf den Aufwand, Sachen so zu balancen, ne? Da muss man mal abwarten, ob sie das machen werden. Jetzt muss ich da mal langsam machen, die pullen wir jetzt noch, und dann machen wir hier mal... Ach, die laufen weg, okay. Seid ihr denn? Irgendwie ist mein Highlight... Oh nein, jetzt wurde ich auch noch geschnappt. Das war aber knapp hier. Nee, nicht seit WoD, sondern also MOP war auch schon so. MOP konntest du das Challenge-Mode-Gear kriegen. Beziehungsweise du konntest halt auch den Phönix zum Beispiel kriegen, also durch den Challenge-Mode. Und in WoD war es halt auch Challenge-Mode, ne? Was war es in Legion? Der Mage-Tower und halt viele Artefakt-Power-Skins. Gut, jetzt ein Ding muss man mal abwarten. Gibt es in BFA irgendwas, was du wahrscheinlich... Ja gut, das weißt du halt jetzt nicht, was du wahrscheinlich danach nicht mehr kriegen wirst. Also gut, Mounts sind halt immer so eine Sache, ne? Dass sie dann irgendwelche Drop-Chancen runtermachen oder sowas. Naja, alle Tipps, die ich dir geben kann, sind ja unabhängig vom Level Gear, ne? Es gibt ja keine Tipps, schnell zu leveln mit oder ohne Level Gear, weil das Level Gear erhöht die EP aus jeder Quelle. Wenn eine Methode zu leveln gut ist, dann wird sie prozentual mit dem Level Gear noch besser. Und wenn eine Level-Methode shitty ist, dann wird sie auch prozentual über das Level Gear besser, aber bleibt dann wahrscheinlich im Verhältnis zum anderen trotzdem shitty. Ja? Also von dem her gibt es keine Strategie, die besser oder schlechter mit Level Gear wäre, sondern es gibt nur eine Strategie, die an sich gut oder eine Strategie, die an sich schlecht ist, und das Level Gear erhöht einfach nur die EP, die du kriegst, ne? Unabhängig davon, ob es irgendwie eine schlechte oder gute Level-Methode wäre, ne? Was ich empfehlen kann, sind allgemein Inseln zu machen. Ich mache die gern, weil es halt auch nochmal zusätzlichen Mount geben würde, ne? Und sonst kann ich empfehlen, wenn Timewalker ist, auf jeden Fall Timewalker mitzunehmen. Weil das ist, ich meine, im hohen Levelbereich ist wirklich Timewalker das, was am meisten EP bringt. Du kannst so eine Timewalker-Ini, wenn du eine vernünftige Gruppe hast, in 10 Minuten abschließen, sogar in unter 10 Minuten, und die bringt fast ein ganzes Level, ne? Also ich hab's getestet, ich hatte das EP-Gear an, hatte so einen Trank drin und hab 700.000 EP gekriegt, und du brauchst etwa für ein Level auf 110 aufwärts so 800.000, ne? Also du kriegst fast ein ganzes Level. Wenn du natürlich keinen Account-Gear hast, dann ist es ein bisschen weniger, dann kriegst du halt 500.000, ist aber trotzdem noch ziemlich viel. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was ich noch testen muss, ob im Low-Level Timewalker auch so effektiv ist, ne? Weil ich habe dann im hohen Level nochmal getestet gehabt, was du durch ein normales Dungeon bekommst. Und das war fast nichts, ne?
Also im Verhältnis zu Time Walker, also war deutlich weniger, war nicht mal die Hälfte, was ich da gekriegt habe. Deswegen würde es mich das mal interessieren, ob es im Low Level auch so ist. Gut, Freehold Trash killen geht auch mega ab. Da brauchst du aber jemanden, der dich durchcarried, ne? Das ist halt die Sache, klar. Musst du dir halt so jemanden suchen, der dich durchcarried, oder jemanden suchen, den du bezahlst, dass er dich durchcarried. Das gibt's ja auch, das bieten ja viele Leute an. Wobei, ich würde wahrscheinlich mich sogar selber durch Freehold ziehen, ne? Aber ich muss ja eh die Inseln machen. Und ob ich sie mit dem Main oder mit dem Twink machen, nebenbei noch EP krieg, mache ich sie doch lieber mit dem Twink. Deswegen, ich habe ja vorhin kurz das hier auch gezeigt gehabt, habe ich halt sehr, sehr viele Chars, die alle so im Mittelbereich sind. Immer wenn die erholt sind, ne, wenn das hier über 100% ist, dann und ich Zeit habe, logge ich mal ein und spiele halt die paar Level weiter. Das geht auch relativ zügig alles. Hier bei der Horde habe ich nur einige offen. Auf dem zweiten Account habe ich schon tatsächlich fast die meisten fertig, ne? Und hier auf Antonidas ist, habe ich schon fast alle auf 120, ne? Da habe ich jetzt nur diese Low Chars. Ach ja. Aber stimmt, das Allereffizienteste ist wahrscheinlich dieses Freehold Runs. Da brauchst du aber halt einen gut equippten Low DH, der halt einfach durchzieht und die Mobs kills, ne? Dann brauchst du halt nochmal einen externen, der Bock hat, dich da zu carryen quasi. Was ich übrigens am Donnerstag war das? War das am Donnerstag? Ja, es war am Donnerstag noch getestet hatte. Mit dieser komischen Hasenpfote, ne? In den Inseln. Ich muss echt sagen, das rentiert sich schon. Haben wir jetzt hier die Gruppe in den Hacken? Oh mein Gott, okay. Können wir eigentlich auch mitziehen, oder? Die Gammler? Na komm, ziehen wir die Gammler mit. Nach der Inni neue Leute. Machen wir es so, nach der Stunde, also sprich jetzt in 23 Minuten, gehe ich ins Tool und dann können wir wieder wen neuen mitnehmen, okay? Wir können das so machen, dann können wir ein bisschen durchrotieren. Dann machen wir es so rum, ist denke ich mal das Fairste. Dann könnt ihr gerne mitkommen. Dann können wir einen Heiler und einen DD von mir aus nochmal switchen. Lass mal es so machen. Ich habe hier schon wieder Beutelchen, ne? Mal schauen. Oh, ein Gürtel haben wir. Was haben wir hier drin? Noch ein Gürtel. Na wunderbar. Bist du die? Ja. Dann machen wir es so immer, wenn ich eine Folge fertig habe, dann können wir nochmal switchen. Ich denke mal, das ist so das Fairste, dass jeder vielleicht mal mitkommt. Mal schauen. Drei Level habe ich jetzt schon gemacht, ne? Halt, gucken wir mal, ob ich die 5 Level quasi in der Stunde schaffe. Das wäre eigentlich so die Zielsetzung, die ich habe. Dann würde ich nämlich heute auf 70 kommen. Na? Gut, es dauert halt immer länger, ne? Das muss man sich halt schon bewusst machen. Umso höher man vom Level ist, umso länger dauert es eigentlich im Prinzip. Aber dann, also wenn ich ich mache eigentlich meistens so 4 Stunden Leveling am Samstag. Und ja, wenn ich immer 5 Level in der Stunde pack, dann bin ich im Schnitt, habe ich dann 20 Level, ne, dann wäre ich quasi 70 und nächste Woche dann schon auf 90, ne? Naja, obwohl, das wird wahrscheinlich nicht ganz gehen. So ab 70 wird es dann wahrscheinlich noch ein gutes Stück zäher, ne? Ja, das mit dem Level-Squish habe ich auch was mitbekommen. Bin ich gar kein Fan von. Also es gibt da verschiedene Modelle, diese überlegen, was sie vielleicht machen können, ja?
Modell Nummer 1 ist, einfach einen Level-Squish zu machen. Und zwar herzugehen und, oh, jetzt wird es hier gerade ein bisschen heavy. Und einfach die Level zu squishen. Heißt, von 120 Level auf 60 Level zum Beispiel zu gehen. Aber mit nicht, dass du weniger Zeit brauchst, sondern du brauchst die komplett gleiche Zeit. Jedes Level braucht dann einfach die doppelte EP. Es ist bloß eine andere Zahl. Und die Alternative würde ich für das Dümmste überhaupt halten. Weil im Ergebnis ist es das ganz gleiche wie vorher auch. Mit der einzigen Ausnahme, dass du halt für jedes Level doppelt so lang brauchst, bloß die Zahl kleiner ist. Und ganz ehrlich, 120 ist jetzt noch keine so eine astronomisch hohe Zahl, dass ich sage, okay, das kann ich nicht überblicken. Ne? Also, ja, das würde ich für komplett useless halten. Vor allem musst du immer betrachten, was es für Auswirkungen hat. Indem die das Level ändern, hat es auf jede Quest, auf jedes Item, auf jeden Schadenscaling, auf jede auf ziemlich viele Verknüpfungen, wann du welches Item benutzen kannst. Das wird zu so vielen Bugs und Sachen führen. Das hast du bei anderen Squishen schon gesehen, wie lang Blizzard da hinterherräumen musste, bis wieder halbwegs alles funktioniert hat. Deswegen bin ich von so einem Squish eh immer kein Fan, weil es zu viel Mist aufwirft in diesem Spaghetti-Code, den die da seit Classic mitziehen. Deswegen bin ich per se kein Fan davon. Und das für nur so ein visuelles Ding zu machen, fände ich einen totalen Schwachsinn. Und dann gibt es halt noch ein paar andere Modelle, dass sie hergehen und die Level zum Beispiel halbieren, ne? Und aber auch die EP quasi halbieren, also dass du auch weniger EP brauchst. Dann dauert das Leveln deutlich schneller oder geht deutlich schneller. Und dann müsstest du dir aber auch überlegen, wie machst du es mit den einzelnen Expansions, mit den ganzen Geschichten. Wann du wohin kannst, wirfst du das ganze System komplett um, kannst du dann alles immer machen, scalest du immer bis zum Maximallevel hoch, ne? Was ich auch schrecklich finde, ja. Was meinst du? Habe ich bei dir gerade auch keine Dings, wie heißt diese Void-Energie oder so, weil irgendwie, ich glaube, ich habe einen Bug gerade. Es steckt sich nicht hoch. Es hat sich im ganzen Fight nicht hochgesteckt und es bleibt permanent auf einer Zahl. Nö, du hast bei mir 100 und jetzt gehst du langsam runter. Vielleicht musst du mal reloggen. Hat einer den Typen angesprochen? Ah, jetzt geht's runter. Komisch. Das ist sonderbar. Wäre für dich ein Grund, mit WoW aufzuhören? Schwierig zu sagen. Wenn sie das Erfolgssystem wegschmeißen, dann würdest du bestimmt aufhören. Ja, das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, fickt euch, keine Ahnung. Ja, also es gibt manchmal so die Situationen, wo ich echt weniger Bock habe und so und mich manche Sachen demotivieren. Zum Beispiel, was mich arg demotiviert, ist diese Scheiße, dass also ich spiele schon die Erfolge aus Fun, aber das ist so ein bisschen auch eine Ehrgeizsache, muss ich ganz klar sagen. Und dann will man natürlich auch ehrgeizig, wie man ist, im Ranking oben stehen. Dann spielst du aber diese Kacke hoch und dann wird dein Allianz-Char getrackt und nicht dein Horden-Char. Ich spiele ja extra schon beides. Und dann stehst du immer in der Liste weiter unten, weil es halt rumbuggt und Sachen nicht gewertet werden, es getrackt wird, nicht richtig getrackt wird, Allianz wieder weniger Punkte hat als die Horde. Das ist halt sowas Unsinniges. Warum muss ich der Allianz 30 Punkte weniger geben als der Horde? Über irgendwelche gammeligen Questerfolge. Dann hau ich halt. Ich kann ja auch unterschiedlich viele Erfolge machen. Ich muss mir jetzt, wenn ich Blizzard bin, ne, und ich sage, ich design die Questerfolge. Das sind ja diesmal verschiedene Questsachen. Dann kann es ja wirklich passieren, so wie es jetzt auch ist, dass halt für die Horde dir 20 lustige Questerfolge einfallen und für die Ali sind es halt jetzt nur 17 lustige Questerfolge. Dann wäre die eine Alternative, du gehst her, denkst dir, okay, jetzt denke ich mir halt noch drei blöde Erfolge aus, wo du halt irgendwelche Mobs töten musst, irgendwas, was Banales, und dann haben die halt gleich viele Dinge. Wäre ja kein großer Stress. Oder ich nehme halt wirklich das, was am einfachsten umsetzbar ist, dann gebe ich halt bei drei Erfolgen bei der Allianz 10 Punkte für ein Quest-Achievement und bei 6 von der Horde nur 5 für das Quest. Es gibt ja einen Haufen, die nur 5 Punkte bringen. Problem gelöst. Es ist halt nicht so, ob es ein Riesending wäre, das irgendwie in den Griff zu kriegen, dass es halt gleich ist, ne? Juckt's aber anscheinend nicht, ja? Und du hast halt ständig diese Kacke, ja?
Und jetzt bist du quasi, wenn du im Achievement Ranking irgendwie oben sein willst, immer gezwungen, Horde zu spielen. In-game haben sie es auch einigermaßen hingekriegt, dass die Achievements halt einfach rüberswitchen. Auf der Blizzard-Seite aber schon wieder nicht. Und du siehst es in-game halt auch nicht. Und du siehst es auf der Blizzard-Seite auch nur richtig schwierig, dass du es rausbringst, welche Erfolge du jetzt welche auf die andere Fraktion rüberzählen, welche nicht. Ja? Und dann kannst du wieder mit irgendwelchen Drittseiten das rausfiltern. Und das ist halt einfach so behäbig und nervig. Das ist keine Riesensache, aber so, das regt mich wirklich auf und das nervt mich richtig. Ja? Und so ein Zeug zum Beispiel. Ja? Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die mich nerven. Und naja. Also wirklich ra aufhören würde ich, Würdest du WoW noch spielen, wenn es komplett Pay to Win gehen würde? Nein. Nein, Dann weil. wurde ja das, wurde ja quasi schon ein Grund gefunden. Du würdest aufhören, wenn es Pay to Win werden würde. Genau, dann würde. Ja, also ich sag zum Beispiel so, ich hab nichts unbedingt. Ich kann. Es gibt so Leute, die tun alles Mögliche. Zum Game sofort verteufeln, wenn es teilweise Pay-to-Win-Elemente hat. Ja? Zum Beispiel spiele ich so ein Handy-Game, so einfach so just for fun, so ein bisschen, wo du dir halt auch Sachen kaufen kannst und dann bist du besser. Ich habe mir da noch nie was gekauft, ich spiele das halt just for fun. Aber wenn ich in Game eine gewisse Zeit investiere und da halt auch mich vernünftig messen will mit anderen oder ja, das nicht nur so ein bisschen just for fun spiele, dann würde mich das auf lange Sicht einfach nur demotivieren, wenn ich wüsste, okay, ich muss da einen Haufen Kohle rein investieren, dass ich auf dem gleichen Stand wie andere bin. Und umso mehr ich rein investiere, umso besser bin ich. Weil das ist halt dann so eine Teufelsspirale. Ja? Und da hätte ich halt einfach keinen Bock drauf. Und das finde ich in WoW ganz schön. Du hast halt deinen Einsatz, jeder hat das gleiche und fertig. Es gibt hier, klar, es gibt hier auch den Shop und ich persönlich habe mir alle Mounts gekauft. Ne? Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich würde jetzt nie in Game irgendwas investieren. Aber das sind alles Sachen, die dir ja jetzt keinen krassen Fortschritt im Spiel bringen, sondern es ist halt nochmal so ein zusätzliches Gadget quasi. So ein, ja, kosmetisches Item, was dir jetzt keinen direkten Vorteil bringt. Und das finde ich okay, ja. Und da muss halt jeder selber wissen, ob er sagt, da würde ich jetzt Geld investieren oder nicht. Ja. Bei den Sachen war es mir das wert, weil ich halt ein Sammler bin. Ne. Aber ja. Bist neu, okay. Mit WoW oder bei mir im Stream neu oder inwiefern neu? Ja, quasi wie die ganzen Leute, die sich darüber aufregen, dass WoW die ganze Zeit neue Top-Mons rausbringen. Aber die sitzen ja nicht mit einem Messer hinter dir und sagen dir, du musst es kaufen. Kauf's dir, Ja, weißt ich glaube, die Argumentation von den Leuten bei den Shop-Mounts ist immer, die bringen neue Shop-Mount raus. In der Zeit, wo die den Shop-Mount designt hätten und gemacht hätten die ja vielen coolen Content gemacht. Also, jetzt sind wir mal ehrlich, ja? Sollen wir uns mal diese komischen Shop-Mounts angucken, ja? Ich stehe jetzt in der Void, das ist mir egal. Manche sind neue, coole Models, aber andere Dinger, dieses Mount, die Kreatur gibt es 1 zu 1 so im Spiel. Das zum Beispiel auch, ne? Also die meisten Viecher gibt es 1 zu 1 so im Game. Ja, gute Schwein vielleicht nicht. Wo sie halt einfach das Model genommen haben und in den Shop reingehauen haben. Da hat wahrscheinlich irgend so ein Praktikant den Shop aufgemacht, ein Ding. Das ist nicht viel Entwicklungszeit, die da reingeht. Also dieses Argument ist halt einfach Käse. Ja? Also es kommt nicht mehr oder weniger Content, nur weil ein Shop-Mount drin ist. Also, das ist eigentlich so das Hauptargument, was ich immer gegen sowas gelesen habe. Weißt du, ich bin auch kein Fan davon, dass sie einen Mount in den Shop packen und dass ich da 20 € investiere quasi für, anstatt mir das halt ingame zu spielen. Schöner wäre es, wenn ich es mir ingame mehr spielen könnte, ja. Aber es ist jetzt für mich kein finanzieller Bankrott, wenn ich mir da einen Shop-Mount kaufe, ja. Also, das kann ich mir gerade nur leisten. Und wenn ich da gar keinen Bock drauf habe, dann kaufe ich es mir halt nicht. Weißt du, also, so einfach ist es. Aber ich habe nicht mehr oder weniger Content, weil da ein Shop-Mount drin ist. Also diese Argumentation ist halt ziemlicher Schwachsinn. Warte mal, warum kriege ich denn. Ah, jetzt kriege ich ein Schild. Heilung? Ah, da kommt die Heilung. Beide Walls rausgehauen. Das muss man dann ein bisschen defensiver spielen. Darf ich abonnieren? Du kannst gerne abonnieren, wenn du das möchtest. Wenn du das möchtest. Ah, es gibt halt Leute, die sind ein bisschen verquer. Genau,
Genau, und das ist ja noch das Nächste. Mittlerweile kannst du dir jedes Shop-Mount in-game kaufen. Ich habe mir das mal durchgerechnet, ne? Die kosten 20 Euro, da musst du zwei WoW-Marken kaufen, ne? Was kostet gerade so eine komische WoW-Marke? Wo kann man die hier kaufen? Ja gut, das sehe ich jetzt nicht. Kann mir. Was hatten die letzten. Also. 172. 172. Viel. 172 kostet die, okay. Also hast du ein bisschen über 300k und dann hast du so einen Mount. Wenn ich jetzt überlege, andere Mounts, wie der komische Dingsda-Bumster, wie der komische Dino, kosten 5 Mille, ne? Du könntest dir wahrscheinlich alle Shop-Mounts kaufen, über eine Marke, bevor du den Dino kaufst, oder? Wie viele Shop-Mounts gibt's? Warte mal, wir könnten uns das jetzt mal durchrechnen. Also, was hast du gesagt? 170.000, ne, kostet das. Ja. Und dann hast du 12 Euro, oder? Oder 13, irgendwie sowas. Ich habe mir noch nie eine WoW-Marke gekauft, muss ich sagen. Also Keine es Ahnung. gibt 10 Shop-Mounts, die 25 und eins, das 30 kostet. Also hast du Müssen wir halt die 250 Math machen. plus die 3. Ach, ups. 250. 85. Genau. Und dann das durch die 100, warte mal. Durch die. Was kriegst du? 13 Euro. 13 Euro kriegst du. Wie viele Marken brauchst du? 21. Sagen wir 22 brauchst du. 22 mal 170 sind 3.700.000 brauchst du. Ja? Dann kannst du dir alle Shop-Mounts über Gold kaufen, bevor du das AHA-Mount kaufst. Also. Dann hast du sogar noch Gold, Top-Mounts quasi übrig für die nächsten, die kommen. Oder für Toys oder so ein Scheiß, die im Shop. Ja, also von dem her, also ich finde es da eh schon relativ gut gemacht mit dem, dass du es über die Marke rumbasteln kannst, ne? Also du bist ja nicht mal gezwungen, das darüber zu machen. Du könntest ja sogar andere Blizzard Games über WoW Gold kaufen, ne? Also, ja, ist jetzt nicht das, was mich interessiert, aber für andere Leute ist es halt gut, ne? Ich bin ja immer ein Fan von, ein bisschen eine weitere Sicht zu haben und nicht nur aus der eigenen Perspektive Sachen zu bewerten, sondern zu versuchen, es vielleicht aus einer anderen Perspektive zumindest verstehen zu können. Und für andere Leute ist das sicher toll, wenn du jetzt sagst, ich bin Schüler, ne? Krieg irgendwie 10 Euro Taschengeld im Monat. Blöd gesagt, ja gut, das ist tatsächlich ein bisschen wenig. Wahrscheinlich, aber wenig halt, hab halt nicht so viel Geld über mir jetzt dann auch sowas zu kaufen. Aber gut Zeit, dann kann ich da halt hergehen und ja, mir ein bisschen Gold farmen und mir darüber mein Zeug kaufen. Finde ich eigentlich ganz Schüler cool. hast du mehr als genug Zeit. Ja, wer muss denn für die Schule lernen, ne? Alles easy hier. Stimmt, das ist ja mittlerweile auch jetzt dabei, ne? COD. Schau mal an. Was bin ich denn jetzt eigentlich? 45? Ja, wenn wir die Instanz abschließen, vielleicht kriege ich das Level noch. Dann habe ich doch in der Stunde hier die. Na. Die 5 Level gemacht, die ich machen will. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich glaube, es wird später eher auf 4 rauslaufen. Habe ich die Befürchtung. Theoretisch müsstest du hier mal rumlaufen, deswegen renne ich im Kreis. Das ist eine Frage in einem Chat. Wie bekommt man diesen Erfolg bei Dunkeleisen Berge mit Einführung die Tinsel? Du meinst die Freischaltung von den Dunkeleisenzwergen oder was? Keine Ahnung, was steht in meinem Chat so? Naja, du musst es so machen. Du musst erstmal die siebte Legion halt auf ehrfürchtig hochspielen, ne? Dann musst du, glaube ich, die War Campaign, den ersten Teil musst du, glaube ich, spielen. Und dann kannst du in SW eine Story-Quest machen für die Dunkeleisenzwerge. Das dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde, würde ich mal sagen. Je nachdem, wie zügig du bist. Ich glaube, du musst auch Matterlord laufen, also eine Instanz musst du rennen. Und ja, dann kannst du die Dunkeleisenzwerge spielen und kriegst auch das Achievement für. Es gibt ja zwei. Es gibt einmal das Freischalt-Achievement und dann gibt es noch das Achievement, dass du sie auf 110 spielst. Moment, wo haben wir es? Dunkeleisenzwerge, genau, da haben wir es. Also du hast einmal hier, ne, dass du es freispielst, das verbündete Volk. Und dann, dass du es auf 110 spielst, ohne irgendwelche Boost-Sachen und so. Ne, dann kriegst du das andere noch.
Genau. Ich hoffe, das ist das, was du gemeint hast. Schießt er dann die Treppe rein, kriegen wir den Shit ab? Ich sollte meinen Tentakel öfter benutzen, sehe ich gerade. Wann spielst du den Trolltiller? Das mache ich, wenn ich den soweit fertig habe. Wenn ich den auf 100, Level 100 habe. Weil die letzten 10, also die letzten 10 Level bis zum Achievement mache ich dann über Invasionen und das eignet sich dann eigentlich nicht als, ne, quasi so in Videoform, sondern das mache ich dann halt immer, wenn die Invasion ist, klappe ich die schnell ab. Deswegen werde ich die halt am Samstag den halt hochspielen bis 100 und dann fangen wir danach mit dem Zanellari-Troll an. Irgendwann muss ich dann halt noch die Achievements einstreuen vom neuen Raid, aber das sind nur zwei, ne, das sind nur zwei Bosse. Und vor die Season zu Ende ist, muss ich noch Arena machen. Das wollte ich eigentlich auch am Samstag machen. Aber ich hoffe, also die wird ja jetzt noch eine Weile gehen, die Season. Von dem her, ja, soll ich das Leveln vorher alles noch durchbringen? Denke ich zumindest, ne? Werden wir mal gucken. Genau. Das steht so im Moment so auf dem Programm bei mir. Hallo, Hope, hey, grüß dich. Ja. So, na, ganz Level hat es nicht mehr gebracht. Wie lange sind wir denn? 56. Also eine Schnelle würden wir jetzt noch schaffen, ne? Eine Schnelle. Komm, verlies, verlies, verlies. Yes! Na, seht ihr? Na, Sehr seht gut. ihr? Also 56 und 30 Sekunden haben wir jetzt. Jetzt gucken wir mal. Danach sagst du noch, eine Schnelle geht. Und alles zusammen. Ja, ich bin schon am Laufen. Schauen wir mal, ob das nicht schief geht. Oh, Kacke, Hocker hat mich gestunt. Oh, bist du? Hältst du mit? Ja, einigermaßen. Oh, ich bin voll weggestunt. Ah, eine zweite Wall. Schauen wir mal. Jetzt habe ich ja Mana, aber jetzt kann ich nicht mehr mitteilen. Dann Damage auf Hogger. Die Mobs sterben jetzt eh, das passt. Hast du einfach 2k DPS hier gefahren, ne? Warte mal, wir sind doch eigentlich Akane 3 Explosion DDs. Wo ist denn der Pala? Der haut auch drauf. Warum wird der mir im Record nicht angezeigt? 350 macht er. Okay. Buggt. Hey, Rico, das ist so ein Drecksding, ne? Buggt halt wieder rum. Ich dachte mir gerade, hey, fehlt doch irgendeiner. Hätte gefehlt, weil ich dich mit hochgeredet habe. Alles gut. Also so knappe 2 Minuten brauchst du. WoW buggt. Okay. Ja gut. Das ist halt ideal, ne? Für die andere brauchst du 20, 25 Minuten und hier bist du halt in 2 Minuten durch und hast halt die gleiche Abschluss-EP, ne? Und das ist ja der große Brocken. Siehst du? Zack, das halt. Allein der Abschluss bringt fast ein ganzes Level. Das ist halt so krass. Sind es noch 2 Minuten, jetzt könnten wir theoretisch nochmal für Lease kommen. Aber ich glaube, das wird eher, ist eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Mache ich meine Kisten nur schnell auf und dann sind wir ziemlich genau bei der Stunde zusammen. Kann ich mein Gear mal noch anlegen, mein neues. Oh, das ist viel Item-Level-Upgrade. Sollen wir hier auch Ich habe nochmal. gerade drei Armschienen, dreimal die gleiche Armschiene aus drei von den Dinger Beuteln gekriegt. Ja, das ist echt bitter, ne? Dann kriegst du teilweise immer das Gleiche. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch drin haben. Schuhe. Oh ja, die können wir auch noch brauchen. Irgendwo habe ich noch ein Upgrade rumliegen. Ah, hier. Nö, ist anscheinend noch mal eins. Gut, okay. Dann sind wir jetzt mit der Stunde in etwa durch. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euch la, bis dann. Ciao.